Hallo und willkommen zurück zu Miss Survival mit mir, der Selina. Und ja, ich habe mein altes Headset wieder auf. Denn tatsächlich, mein neues fiept einfach nur hier in dem Spiel. Es ist wirklich nur in diesem Spiel. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Tage benutzt und es ist nirgendwo so. Nur in diesem Spiel. Keine Ahnung warum. So, es ist nicht viel passiert. Es sind zwei Updates gekommen. Und ich will jetzt mal gucken, ob ich jetzt. Ja, jetzt kann ich nochmal. Also, er hat das ja gefixt. Also, es lag nicht daran, dass ich keinen neuen Spielstand habe. Sondern es lag tatsächlich daran, dass es ein Fehler war. So. Okay. Also, wir brauchen Waschmittel. Wir stellen auch gleich richtig viel. Hoffentlich. Oh, ah, komm. Komm, Alkohol. Ich hatte die Distillerie hatte ich gebaut. Ich hatte sie auch schon beim Aufräumen genau angemacht. Das kommt da doch gar nicht rein. So. Das kommt eigentlich hier rein. Ja. Okay. Okay, Leute. Also, wir haben natürlich jetzt wieder die kompletten Sachen in der Welt. Was richtig geil ist, wenn man es so sieht. Wir müssen sowieso noch Äpfel für unser Schnee Rachelchen suchen. Und daher würde ich jetzt einen Vorschlag machen. Wir gehen los, suchen Äpfel, während unsere Distillerie noch mehr Alkohol herstellt. Ich glaube tatsächlich, dass ich keinen Alkohol mehr habe. Das müsst ihr euch mal im richtigen Leben vorstellen. Ihr lauft ganz normal, ganz langsam und jemand hinter euch rennt euch die ganze Zeit in den Rücken. Ich weiß nicht, für mich wäre es schmerzhaft. Also wie gesagt, bei der 04-Version, ich wollte halt eigentlich oder ich will nicht nochmal neu anfangen. Vielleicht sind bei der 05. Ja, also Miss Survival ist ja nicht weg. Es verschwindet ja nicht. Es geht ja weiter. Und also hoffe ich doch. Ah, jetzt, wenn ich so nachdenke, hoffe ich doch. So. Echt? Habe ich keine. Das ist nicht möglich. Moment, die Gießkanne, die stellen wir mal draußen hin. Zu den Sachen, die gegossen werden. Obwohl die auch so wachsen. Tomato. Die können noch ein bisschen reifer werden. Nur einige noch nicht grün. Rot. So. Gut, das lasse ich auch mal hier, damit ich weiß, ah, der muss gar nicht Alkohol. Ach, wow. Aus dem Alkohol kann ich dann. Wir holen ja jetzt sowieso die ganzen anderen Kisten, etc. Pippe. Ich wollte gucken, weil ich brauchte, glaube ich, noch das und das, oder? Für die Repair Bench. Ich glaube, ich weiß, warum ich das letztes Mal nicht gebaut hatte, weil ich das nicht hatte. Und ich habe mich erinnert, ich habe mich erinnert, ich habe mich erinnert. Hat seltsamerweise noch keiner in die Kommentare. Ach, vielleicht kommt das noch. Ich weiß, wo meine zwei Gier hin sind. Ah, seht ihr, das müssen wir auch noch ordnen. Wir müssen so viel machen. Wir müssen auch noch Metallschrott und so farmen. Wir werden auf jeden Fall mehr brauchen von dem Low Quality. So. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir einfach mal alle unsere Angestellten für ihr Geld mal arbeiten lassen. So. Gott. Stellst du das her? Ach komm. Das macht Reichal. Nee, die arbeiten jetzt nicht. In hier. Und das macht. Geht. So. Mir wurde ein Video vorgeschlagen, wie auch jemand auf dem Wasser gebaut hat.
Aber alter Schwede, ich weiß nicht, ob einer von euch das Video schon mal gesehen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das auch. Ich weiß nicht, ob ich es dann in der fünften Season mache, wenn ich rausgefunden habe, ob er das Wasser auch wirklich weiterhin so lässt. Die Sache ist nämlich, ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn ich mir jetzt wirklich so eine Riesenbasis baue, wie der eine Typ oder wie die eine Frau, so, weiß man ja nicht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wird's gefährlich. Nein, dann kann es halt passieren, dass das alles ins Wasser fällt. Wortwörtlich. So. Dann habe ich mir gedacht, nein, das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen, ich gucke mal bis zur 0,5er Version. Dann bauen wir uns auch, dann übernehme ich die Idee. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir hatten das mit, ich glaube, Robin mit LP oder so. Der hat mich mal angeschrieben und gesagt, dass ihn ein Zuschauer von mir angeschrieben hat, dass er meine Idee geklaut hätte, auf dem Wasser zu bauen. Oder sich das bei mir abgeguckt hat. Und das auch gemacht hat. Und dass das ja jämmerlich wäre. Oder ach, keine Ahnung. Irgendwie hat er jeweils sehr, sehr unnett geschrieben. So. Und also ganz, ganz ehrlich, meine Meinung dazu ist, man kann sich immer Inspiration holen. Solange man das nicht eins zu eins nachmacht. Wisst ihr, was ich meine? Und es dann auch noch als seine eigene Idee verkauft, ist doch in Ordnung. Und es kommt sogar vor, dass Leute zur gleichen Zeit auf dieselbe Idee kommen. Also, ja. Und die Sache auf dem Wasser zu bauen, das habe ich ja auch nicht patentiert oder wisst ihr, was ich meine? Die Idee ist sogar wirklich von Tivan damals gekommen, weil er zu mir gesagt hat, oh, geil wäre es doch, wenn du so eine richtig geile Basis im Wasser baust. So. Und dann haben wir es ja, glaube ich, probiert mit dem Unterwasserbauen. Was ja sogar, glaube ich, funktioniert hätte, aber das Draufleben hätte halt nicht funktioniert. Weil sobald ich dann oben aufgestanden wäre, dann wäre ja alles verschwunden. Und dann habe ich halt oben drüber gebaut. Ja, wir haben ja sogar noch Alkohol drinne. Nice! Das habe ich vergessen. Die Gier nicht. Alles andere, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, es kamen ja zwei Fix-Updates. Ich weiß jetzt, ja, da stand ja einiges drin. Der Endboss hat tatsächlich sogar eine. Wieso klicke ich da manuell drauf? Hat sogar eine Mechanik, um, sag mal. Ach so, eine Sequenz, keine Mechanik. Hat eine Sequenz. Und er ist wirklich so einfach. Und das Krasse ist auch, er vergeht nicht. Also er stirbt nicht. Wir töten ihn nicht. Wir kratzen ihn nur an. Oder machen ihn wütend. Man weiß es nicht. Ja, jedenfalls, der Boss ist noch da. Und wird demnächst wahrscheinlich nochmal. Wahrscheinlich ist es halt geplant, dass es dann im neuen Gebiet nochmal so einen richtigen Bossfight gibt. Und dass es gar kein richtiger Bossfight war, sondern einfach nur, damit wir den Tank mal sehen. Ich bleibe aber bei meiner Meinung, er hätte erst dieses Gebiet hier komplett fertig machen sollen, komplett bugfrei machen sollen und dann in neue expandieren, ja. So hat er halt einfach die Bugs, die er hatte, in ein neues Gebiet expandiert. Das ist so, ja. Nötig war das jetzt nicht, ja. Gut, ich werde auf jeden Fall gleich noch nachschauen, ob oben das Banditencamp immer noch leer ist. Wenn ja, dann nehme ich alle Schränke wieder mit. 200 IQ? Okay. Kiste, Kiste, sei so nett. Sei meine kleine Bajonett. Was? Hallo, bewege ich dich. Bewegst du dich bitte? Nicht.
nicht so wirklich kaputt machen. Schade. Na gut, na gut. Bevor ich hier. Ups. Da ist nichts drin. Move kann ich es auch nicht nehmen. Ja, dann lassen wir's. Dann lassen wir's. Ich will mich jetzt hier nicht irgendwie stressen oder ärgern lassen. Sei der Kiste! Wisst ihr noch den ganzen Metallschrott, den ich immer hab liegen lassen? Jetzt brauchen wir ihn. Ach komm! Der da? Ob er da ist, siehst du, wenn das Auge aufgeht. Ja, er ist da. Das ist schon wieder los. Also, wie es aussieht, ist der Bug, dass er, also dass generell die Sniper und so dich eher sehen als du. Das ist, ja. Und man sie halt durch die Bäume nicht hitten kann, weil die Hitbox der Bäume dazwischen ist. Wenn ich es so richtig verstanden habe. Und von daher, naja. Klar ist es ärgerlich. Und ich bin auch voll mit dabei, dass. Wie gesagt, er hätte einfach dieses Spiel erst, also diesen Bereich der Map, so, schwere Sprache, hätte er erst fixen sollen, bevor er dann irgendwie an andere rangeht und das dann macht. Bin ich ehrlich. Finde ich auch nicht schön. Aber ist dann nichts daran, dass das Spiel mir Spaß macht. Und ich habe mir gesagt, ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt so gesehen nichts Neues mehr habe, ja, kann ich ja trotzdem mit dem, was momentan da ist, einfach spielen. Es hindert mich ja nichts daran. Wisst ihr, was ich meine? So. Und ja, die ganzen Loot-Sachen sind wieder da, die können wir holen. Außerdem, wie gesagt, wollte ich ja eigentlich nochmal eine neue Base bauen. Aber mal gucken. Also ich werde nochmal gucken. Auch mal gucken, ich werde nochmal gucken. Wie gesagt, ich hatte nicht vor, nochmal neu anzufangen. Aber sollte es sich wirklich als, wenn wir aus dem Urlaub wieder da sind, werde ich dann nochmal gucken, ob, Sniper. Und auch sonst niemand. Gut. Also, sobald wir aus dem Urlaub wieder da sind, werde ich mal gucken, ob ein Safe Game anders ist. Weil, so viel ich gehört habe, ist in den Safe, also in den neuen Games, genauso, also sind genauso die Bugs vorhanden wie hier in dem alten Spielstand. Weil er hat ja auch schon gesagt, man muss nicht neu anfangen. Und das glaube ich halt auch, weil er einfach. Es ist ja alles gleich geblieben. Alles gut. Außer, dass jetzt, die Map-Erweiterung da ist. Manchmal braucht mein Gehirn ein bisschen. Das tut mir leid. Es ist sehr, sehr früh. Nein, es ist nicht sehr, sehr früh. Aber ich bin sehr, sehr früh aufgestanden. Auch nicht sehr, sehr früh. Ich musste gerade an Coffee gedenken. Die steht sehr, sehr früh auf. Da ist 7 nicht sehr, sehr früh. Okay, ja, ich habe mal wieder kein Brecheisen für... Naja, egal. Ich werde es halt nie lernen, okay? Bewegt sich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yay! Ihr habt es geschafft. Komm her.
Nee, so will ich das nicht. Ich will dich unten an. Also. Ich will den Spind unten anfassen und tragen. So. Okay. Weil, wie gesagt, ich brauche noch ein paar Spinte und wäre doch blöd, die zu bauen. Wenn hier überall jetzt wieder die Spinte da sind. Was kann das Schöneres geben als so ein Spind? Ja, richtig, zwei Spinte. Ist das überhaupt die Mehrzahl von Spind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dafür können wir halt einen Haufen Blödsinn machen. Ne? Und ich habe mir auch überlegt, ich werde auf die Suche gehen nach einem normalen Auto. Ich glaube, das hat sogar jemand in den Kommentaren geschrieben. Ich werde auf die Suche gehen nach einem normalen Auto, in dem ich dann endlich unbedacht rumfahren kann, ohne dass gleich alles kaputt geht. Also ihr wisst, was ich meine. So dieses Auto, bevor der Pickup kam. Ja, ich habe eine Pistole, ich könnte das Schloss aufschießen. Aber nein, ich muss es aufbrechen. Okay. Die waren alle so, ne? Ich glaube. Ja, dann mache ich das nicht mehr mit. So. Ja, Spritze mal ehrlich, brauche ich nie mehr. Weil der ging ja eine Weile nicht weg, deswegen haben wir auch sehr viel angesammelt. Ja, Daisy wurde sich ja auch gewünscht. Da habe ich tatsächlich auch über. Also, da habe ich ja vorher schon überlegt. Da hatten wir ja. Chaotisch. Ne? Im Chaot haben wir drüber geredet, glaube ich. Da war aber meine Grafikkarte noch nicht gut genug. So, dass ich. Also, ich glaube, das war so, dass meine Grafikkarte. Oder dass ich Angst hatte, dass meine Grafikkarte nicht gut genug. Egal. So, jedenfalls dadurch, dass ich eine neue Grafikkarte habe. ist es eine Überlegung wert. Ich meine, es sind noch ein paar andere Projekte noch geplant, in die ich vorher noch reinschauen möchte, beziehungsweise die ich noch vorher machen möchte. Da müssen wir dann auch mal gucken. Mal gucken. War da wirklich nur zwei Spinte? So, ich fahre jetzt mal genau hier zum Militärstützpunkt. Und hole dort noch alles raus. Oder zu der Militärstraßensperre. Also man sieht auch, dass es da hinten weitergeht. Die Idee mit dem Boss natürlich, dass der dann flieht, die war halt natürlich auch geil. Also, und für alle, die kein Russisch können, mir wurde halt auch gesagt, dass das, ja, warum jemand, der halt Spiele vorstellt, warum so eine Person nicht darauf kommt, dass das seine Schwachstelle ist. Und da muss ich mich ehrlich gesagt verteidigen. Also habe ich dann auch gemacht. Ja. Danke, Google Übersetzer. Ich habe tatsächlich gedacht, dass er das als Schild nutzt. Wisst ihr, was ich meine? Dass es nicht seine Schwachstelle ist, sondern dass er das vielleicht als Schild hat. Also dass sein starker und nicht schwacher Arm ist. Und von daher. Ja, da habe ich nicht zuerst auf den Arm geschossen. Weil für mich, weil, ihr habt ja gesehen, der Arm ist komplett weggeätzt gewesen. Für mich war es halt einfach logischer, also nicht logisch, sondern logischer, dass der Arm eine Verteidigung ist, als dass der Arm die Schwachstelle ist. Dass es sich im Endeffekt nicht so, also dass es im Endeffekt nicht so war, da kann ich ja jetzt auch nichts für, okay? Nein. So, wir haben Hunger und wir haben Durst. Das heißt, wir können tatsächlich schön was aus unserem Inventar essen. Wir werden noch das hier essen sollen. Das essen wir dann später. Ich will jetzt auch nicht zu viel. Wobei, ich habe so viel Essen, oder? Komm, wir gönnen uns. Schön erstmal eine kleine Pastete. Was trinken. Und so, liebe Kinder, schafft man das. Oh, das, ja. Ach, ganz ehrlich. Oh, hups, jetzt ist sie mir runtergefallen. Okay.
So. Hier kriegen wir ja wieder die tollen Armeekisten her. Ja, und ich fühle das auch so, dass ich es auch sehr viel schöner finden würde, wenn es größere Kisten geben würde. Andererseits hat man halt einfach die Zeit oder jetzt die Möglichkeit, noch mehr Sachen einfach zu holen. Ja. Ich finde auch, dass wenn man wirklich... Ich habe jetzt gerade ernsthaft geguckt, ob ich aufnehme, weil ich mir dachte, okay, hast du Aufnahme gedrückt? Oh mein Gott, hast du Aufnahme gedrückt? Es ist nicht so, als wäre das schon mal vorgekommen, aber ja, es ist schon mal vorgekommen. Es ist sogar schon passiert. Ich glaube, das war in... War denn das? Was für ein Spiel? In Ark, genau, in Ark. Da haben wir eine komplette Folge aufgenommen. Da habe ich einfach vergessen, Aufnahme zu drücken. Das war so der Moment. Ja. Okay. Tschüss. Ach so, ja, zum Thema Ark. Für alle, die das Spiel übelst gefeiert haben. Also für die fünf. Nein. Die Sache ist, es kam halt nicht gut an. Ja. Und ich habe gesagt, wir wollen es auf jeden Fall noch abschließen und die Bosse machen. Und wir haben ja auch schon genug vom Spiel gesehen. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass das Interesse an jetzt Mist Survival und Scum größer ist. Und somit haben Mist Survival und Scum eine größere Priorität bekommen. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass wenn das Interesse an Spielen nicht da ist, dann brauche ich die nicht im Let's Play zu spielen, dann kann ich die auch privat spielen. Was ich auf jeden Fall möchte, ist einen Abschluss finden. Also das heißt, ich werde auf jeden Fall die Bosse noch aufnehmen. Hoffentlich. Wenn wir sie denn noch machen. Momentan ist sowieso alles ein bisschen stressig. Durch Packen und, ne? Dadurch, dass wir krank waren. Und ja, wir fahren in 3 Tagen. Und ich habe ein Viertel. Nee, ein Drittel. Ein Drittel von dem, was ich haben sollte, habe ich. Und ich habe noch 2 Tage Zeit. Also ich sag's mal so, es könnte sein, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt Scum und Mist Survival abwechselnd kommen. Und nicht mehr 2 Folgen pro Tag. So. Ach so, und dass ich mich stresse, das ist vollkommen normal, das bin ich. Also ich bin so ein Mensch, ich stresse gerne mich. Andere nicht, andere sind, also andere dürfen machen, tun und lassen, was sie wollen. was liegt da jetzt? Ach, die Blueberry. Ach, stimmt, ich war ja schon mal hier, ne? Da habe ich ja die Blueberry hier rausgeschmissen. Ja, die bleibt doch hier. Ich bin da nicht so. Ja, was wir nicht gefunden haben, sind Äpfel. Wir werden auf jeden Fall nächste Folge. Ja, diese Woche Folge geht sich nicht mehr aus, aber nächste Folge. Wieso bringe ich so viele Sachen damit? Ich kicke die doch nie wieder, niemals da rein. Ach doch, ich schaffe das schon irgendwie. Da fliegt das Auto wieder rum. Ich glaube, das hat er jetzt absichtlich gemacht, weil wir das immer so sehr beladen. Hat er sich gedacht, nee, so nicht. Also wenn ich... Nieft? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Meine Mutter dann wieder. Nee, wie kannst du das nicht wissen? Nein, du machst das nicht. Habe ich auch zu meiner Mutti letztens gesagt. Es ist halt einfach der... Also ich bin selber überrascht, in Anführungszeichen, wie gut ich lesen kann. Obwohl ich ja wirklich in Russland niemals in der Schule war. Ich habe halt wirklich auch niemals irgendwie ein Buch, ge also ein Buch gelesen. Also so. Ich hatte, doch, ich hatte mal eins. So ein Erstklässlerbuch. Hatte ich mal. Aber,
Da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und da war es so, immer wenn ich versucht habe, das zu üben, meine Mutter, die hat es nicht ausgehalten, ne? Die hat dann immer die ganzen Sätze einfach vervollständigt, wo ich dann auch gesagt habe, aber ich muss doch selber lernen. Ich muss doch meinen Verstand darauf trainieren, was für ein Wort da rauskommt. Ja? Und es ist halt einfach nicht hilfreich, wenn du mir das Wort vorliest. So, und dann habe ich einfach so, also ich habe tatsächlich wirklich einfach so lesen gelernt. Es ist ein Mix aus. Wir sind damals mal nach Kasachstan gefahren mit dem Auto und ich habe die ganzen Schilder, die da waren, habe ich dann gefragt, was ist das für ein Buchstabe, was ist das für ein Buchstabe, was ist das für ein Buchstabe und so habe ich lesen gelernt auf Russisch. Und dafür finde ich, kann ich echt gut. Ich kann halt schreiben. Next Step, nein. Habe ich ehrlich gesagt nicht so vor. Weil dank Google Übersetzer, dadurch, dass ich es lesen kann, mache ich es einfach bei Google Übersetzer. Ja. Gebe ein, was ich meine. Und wenn es dann kommt und ich merke, dass Google Übersetzer irgendwas falsch übersetzt hat, dann schreibe ich einfach ein anderes Wort, das ich meine, um zu gucken, ob ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Es ist tatsächlich ist es nicht so. Es hat mich auch ein bisschen überrascht. Es ist tatsächlich so, dass Google das einfach so macht, wie es, also so lala. Es kommt dann teilweise echt unverständlich Kauderwelsch raus. Und naja. So, jetzt habt ihr eine kleine Lektion zum Thema Google-Übersetzer gehabt. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Dafür seid ihr ja hier, um Funny Facts über Google-Übersetzer zu bekommen. Oh nein. Manchmal mache ich solche Sachen, ohne darüber nachzudenken. Ja, okay, gut, ich denke eigentlich nie darüber nach. Ich denke eigentlich gar nicht. Der YouTube-Algorithmus hört ja alles. Er hört wirklich alles. Wenn es dann noch im Titel steht, na dann ist vorbei. Hä? Och nö, sag mir nicht, du steckst fest. Will dich drehen. Dreh dich, dreh dich. Ist da wirklich eine Feder, die verhindert? Ehrlich, eine Feder. Ich hätte alles akzeptiert, aber eine Feder. Ja, passt. Die Sache ist, ich weiß nicht, möchtet ihr bei sowas dabei sein? Oder nicht so? Meistens entscheide ich das dann, wenn ich keine Kommentare bekomme. Wobei bei Mist, ey, da freue ich mich übelst. So viel Feedback. Ohne Witz. Immer so nice. Und ich vergesse immer die Hälfte anzusprechen. Ha, ich bin so schlecht. So. Das, ey, das Auto wird sowas von hier rumjumpen. Jump, jump. Ist so Tetris-Spiel. Muss ich euch was Lustiges erzählen? Es hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Aber dieses Jahr nehmen wir weniger Spielzeug mit für die Kleinen. Dafür wollte ich halt andere Sachen mitnehmen. Zum Beispiel ihr Fahrrad. Und so weiter und so fort, ja. Und ihr Sofa. Also sie hat halt so ein kleines. So. Ist schon. Können schon zwei Kinder drauf sitzen. So. Ist aber halt alles weich. Und ich wollte es halt mitnehmen, weil sie manchmal drauf schläft. Also manchmal möchte sie nicht bei uns schlafen, sondern schläft halt auf dem Sofa.
Und ich habe mir überlegt, wenn wir dann bei meiner Mutti sind und dann alle auf der Couch schlafen, das ist halt teilweise, ja, doch, würde ich sagen, eng. Hätte vielleicht speichern sollen. Mache ich gleich noch. Ist zwar kein langer Weg, aber. So. Und ich wollte dieses Sofa mitnehmen. Und nicht zu Tivan. Ich packe diesmal das Auto. Mein Auto. Ich kenne mein Auto. Ich packe das Auto. Nein, ich würde das wirklich gerne packen. Weil ich ganz genau weiß, was kommt. Nein, das nimmst du nicht mit. Das nimmst du nicht mit. Lass mich es doch einfach packen. Ich spiele gerne Tetris. Ich habe mir wirklich schon. So. Ihr kennt's. Abends, man kann schlafen. Es ist 2 Uhr nachts, man kann nicht schlafen. Nein. Ja, doch, eigentlich schon. So. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich das packe. Dann so. Also ich hätte das schon hinbekommen. Bin ich mir sicher. Aber der feine Herr lässt mich ja nicht. Naja, naja. Uiuiui. Ja, da war Frau aktiv. Das ist schön. Das ist schön. So, ich würde sagen, zwischen den Folgen packe ich das Ganze runter und wir fahren nächste Folge gleich wieder los. Am Weißen Haus vorbei zum Banditencamp. Machen einfach piu, 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 piu. Und stellen vorher noch ein, zwei Kugeln Munition her. Gut, bis gleich. Ich meine natürlich, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.